wir haben uns da sicher nicht einen Plan so wirklich, wir sind ja ziemlich naiv rangegangen, aber im Tun und wenn man genau das tut, was einem selber taugt und wir haben da ziemlich dieselben Ideen und dieselbe Linie, ist eigentlich genau das Richtige, glaube ich, entstanden. Ja, man lernt im Prozess einfach viel. Also am Anfang, wie die Christine gesagt hat, sind wir sehr blauäugig da reingegangen und haben nicht viel Vorwissen gehabt, haben da mit vielen Leuten geredet, die schon Erfahrung haben, haben da viel profitiert, also zum Beispiel von den Leuten vom TKI oder von der BMK, mit denen wir uns gleich mal vernetzt haben, auch, und mit Leuten von der Künstlerschaft, vom Leo-Kino, also wir kennen viele Leute, die schon lange Jahre im Kulturbetrieb tätig sind und die haben uns sehr gut unterstützt und von dem haben wir auch profitiert. Also weil alle sehr zuvorkommend waren und uns auch geholfen haben, sich jetzt nicht irgendwie verweigert haben. Also wir haben insofern auf jeden Fall eine besondere Situation gehabt, weil wir den Raum zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, das ist auch das größte Problem, dass viele Ideen daran irgendwie sterben, zugrunde gehen, weil es keinen Raum gibt, keinen günstigen Raum. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir alles fertig hingestellt gekriegt haben. Also wir haben, der Raum war vorher schon Raum, aber nicht benutzbar im Grunde. Also von dem her haben wir schon initiativ sein müssen. Ganz genau haben wir die Definition noch nicht gefunden. Wir wollen offen für vieles sein. Wir wollen jetzt nicht nur die Hochkultur da haben, nicht nur renommierte Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel, sondern auch soll eine Experimentierfläche sein. Bis jetzt ist es unsere Gefühlssache. Es ist ja so, dass der Raum durch seine Beschaffenheit schon eine gewisse Klientel anzieht und gewisse Leute nicht anzieht. Das heißt, wenn jemand eine klassische Bühnensituation haben will, dann findet er oder sie da gar nicht vor. Das heißt, dann ist das ist schon ein gewisser Filter, der sich von den Beschaffenheiten her ergibt. Der glühende Schlund verschlang mich. Da riss sich der Steuer im letzten Moment so geschickt herum, dass sich das Projektil mit der Spitze nach oben bekam und ließ mich in den brausenden Lavaabgrund fallen. Bei uns ist schon wichtig, eben niederschwellig und vor allem auch, man muss jetzt nicht, was Gott, wie viel Erfahrung haben oder schon das 100-mal gemacht haben. Man kann auch ganz als Neuer, also das, wenn man da zum ersten Mal sowas überlegt hat, eine Idee hat und die würde man gerne machen, kann man genauso kommen. Also das ist uns wichtig irgendwie. Ich hoffe, dass das irgendwann einmal so ist, dass man wirklich gut qualitativ da arbeiten kann und gleichzeitig aber zumindest halbwegs davon leben. Also hohe Ansprüche haben wir eigentlich nicht, an Luxus oder sowas, aber zumindest, dass man davon leben kann und einen freien Kopf für die Arbeiter haben kann.